Was machst du als Zuschauer einer Veranstaltung, wenn ein Redner seine Rede mit den Worten beginnt, ich werde mich kurz halten? Ja, ist so, du verpisst dich so schnell wie möglich an die Bar und nimmst einen Kaffee oder ein kühles Blondes. Das nur zur Warnung, denn was ich heute zu sagen habe, kann nicht in 60 Sekunden geschehen. Es geht um König Charles. Und ja, heute ist seine Krönung angesagt. Die wird höchstwahrscheinlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland live und in voller Länge übertragen. Die Kommentatoren werden sich da überschlagen. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Charles nicht der König der Briten ist, sondern der König der Deutschen. Dann hätte man den Eindruck, dass nicht Teile Deutschlands noch von den Briten besetzt wären, sondern das ganze Land. Es hat mich auch immer erstaunt, dass Trooping the Colours, der Geburtstag der Königin, die große Parade, ständig live und in voller Länge übertragen wurde in Deutschland. Gibt es da noch in Deutschland so ein royales Blut, das durch die Adern der einfachen Leute fließt? Ist es die Sehnsucht zurück nach dem Kaiser? Ist mir ein wenig schleierhaft. Nun, König Charles. Warum King Charles? Nicht nur wegen seiner Krönung, gegen die es 250 Millionen Gründe gibt, zumindest für die Briten, die keine Royalisten sind. Denn so viel lassen britische Quellen verlautbaren, wird der ganze Zinnober kosten. 250 Millionen Euro. Nach 3 Jahren, ihr wisst schon. Und ich frage mich bei dieser Krönung, die der britische Steuerzahler finanzieren wird, verdient er das? Seine kürzlich verstorbene Mutter, hat die einen Finger gerührt für die Briten? Hat König Charles einen Finger gerührt für die Briten, die Hausarrest verordnet bekamen, deren Kindern gesagt wurde, Don't touch Granny, she'll die, fass deine Großmutter nicht an, sie wird sterben, während Boris Johnson unmaskiert, maskenbefreit, heftige Partys feierte in Downing Street 10? Und am nächsten Tag, wahrscheinlich verkatert, dann doch mit Maske vor dem Publikum saß und ihnen erzählte, dass sie Leben retten müssen. Ich habe da nichts von Queen Elizabeth und ich habe auch nichts von Prinz Charles gehört. Wohingegen Prinz Charles überall da auftritt, wo es um Emissionen geht. Ja, CO2. Eines der Hauptziele dieses exzentrischen und mit vielen Schrullen bewaffneten Monarchen ist es, die Welt von CO2 zu befreien. Wenn ihm das gelingt, werdet ihr sterben. Dessen seid ihr euch klar, oder? Er ist gern gesehener Gast beim World Economic Forum, beim Weltwirtschaftsforum. Dieses Gentleman, der so Englisch spricht wie ein James Bond-Bösewicht. Er ist Gast auf allen möglichen Klimakonferenzen. Nun möge keiner glauben, dass er da mit einer alten Kutsche aus seinem Besitz anrauscht. Nein, es ist dann in der Regel doch mit dem Privatflugzeug, mit Gefolge, mit Transallmaschine oder wie die Dinger heutzutage heißen mögen, wo dann sein tonnenschwerer gepanzerter Rolls-Royce natürlich ihn zu den Veranstaltungen befördern wird. Das ist also King Charles. 250 Millionen Gründe, sich diese Krönung nicht anzugucken, was viele Deutsche trotzdem tun werden. Hauptziel dieser Angelegenheit ist natürlich, die Menschen von den wahren Problemen abzulenken. Und ich sage normalerweise sehr, sehr wenig über diese ganze CO2-Geschichte, über die Klimalüge. Ich kann einfach Zahlen mir nicht so sehr gut merken. Ich müsste sie mir aufschreiben. Ich müsste auswendig lernen, um da nichts durcheinander zu bringen. Und ich möchte in der Regel nicht so dastehen wie Robert Habeck, der mit Zahlen überhaupt nichts am Hut hat, oder Annalena Baerbock, die wiederum mit Worten nichts am Hut hat. Es muss schon ungefähr passen. Deshalb möchte ich mir mal anschauen, wie diese Forderung des zukünftigen, des Königs der Briten denn so aussieht, klimaneutral zu werden. So nennt man das in Deutsch. In England ist das Zero Emission. Null Emissionen. Jeder, mathematisch begabt oder nicht,
Jeder, der Punkte verbinden kann, sollte wissen, dass ca. 80% des weltweiten Energiebedarfs durch fossile Energieträger erledigt werden. Und dazu gehört nicht nur die energiehungrige Wirtschaft der Länder wie Deutschland, Japan, Korea, jetzt auch China, die Dinge herstellen oder erfinden und herstellen. Nein, dazu gehört der größte Teil der Welt. Die meisten Menschen in der Welt, ihr Lieben, heizen noch mit Holz. Ich habe viel in Afrika, Asien gearbeitet, aber auch auf anderen Kontinenten wie Südamerika heizen die Menschen noch mit Holz. Sie wären sehr, sehr froh, wenn sie dieses Pelletöfchen hätten, das dir der Robert jetzt wegnehmen will. Sie heizen auch mit Torf. Sie heizen mit Kohle. Sie kochen auf Holzfeuern. Das nur einmal, um euch zu sagen, wie unrealistisch, dumm und verwerflich dieses Klimaziel ist, das auch der britische König vertritt. Nun, ich sagte schon, er ist mit Schrullen und Exzentrik bewaffnet. Schließlich ist er Engländer mit deutschen Vorfahren. Lord Mountbatten war ja schließlich vorher Lord von Battenberg, also dieser Spross deutscher Vorfahren, ist schrullig und exzentrisch, aber er ist nicht dumm. Der Mann ist schon intelligent, er weiß das schon. Genauso wie die anderen Eliten, die unter Umständen nicht königlich sind. Aber interessant ist es, und da komme ich auf diesen Hochadel zurück, dass sie alle unisono und gleichlautend dieselbe Linie und Meinung vertreten. Wir müssen klimaneutral werden. Auch der König der Belgier, das Land, in dem ich mich jetzt noch 3 Tage befinden werde. Denn der wird nicht müde, auch seinen Mitmenschen zu erklären, dass sie die Umwelt verschmutzen und damit sofort aufhören müssen. Und auch er hat deutsche Vorfahren, wie sein Verwandter auf der Insel. Vollkommen rationalitätsbefreit. Ich gehe eine Stufe weiter, menschenfeindlich. Denn wenn diese globale Elite tatsächlich das Zero Emissions Ziel durchdrängen will, dann werden hunderte Millionen Menschen in der Welt verhungern und erfrieren. Es erfrieren immer noch mehr Menschen in der Welt, als dass sie an Hitze sterben. Das möge hier auch einmal gesagt werden, man muss keine großen Zahlenakrobatiken veranstalten, um zu wissen, dass hier etwas grundsätzlich nicht in Ordnung ist. Und in Großbritannien, das ich vor kurzer Zeit mit meiner Frau im Wohnmobil bereist habe, 4.800 Kilometer, das schöne Land, dort gibt es Landstriche, wo Menschen sagen, heating or eating, heizen oder essen. England ist ein wunderschönes Land, Wales ist ein wunderschönes Land, Schottland ist noch schöner, ganz Großbritannien ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Land mit Menschen, die warm und herzlich sind, mit denen man gut kommunizieren kann. Viele Sachen sind gut in England. Das Common Green, auf dem junge Leute ihren Sport üben, wo ältere Leute in der Sonne sitzen, wo alles in der Mitte entweder Picknick macht oder den Hund dressiert. Das hat schon eine Lebensqualität, wenn man diese britische Lebensqualität denn dann noch antrifft. Aber auch für diese steht der Globalist Charles nicht. Er steht für eine Masseneinwanderung. Er steht dafür, dass England schon lange nicht mehr das ist, was ich kannte, als ich dort mal im Schulaustausch in den 70er Jahren war. Das vereint diese Könige, dass sie gewissenlos in eine Trompete blasen, die sie geliehen bekommen haben von Leuten mit sehr, sehr viel mehr Einfluss. Ich bitte euch darüber nachzudenken. Ich bitte euch auch darum, mal euer ganzes Weltbild ein wenig zu überdenken über diese Leute, die dort jetzt gefeiert werden. Mehr darüber im zweiten Teil.